Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. Wir bauen noch ein bisschen weiter an unserem schönen Zuhause, Home Sweet Home. Daheim ist da, wo sich das Handy automatisch ins WLAN einwählt. Und genau da werden wir jetzt bauen. Eine gemütliche Zentrale ist für mich einfach das A und O in solchen Spielen. Das war schon in Fallout New Vegas so. Das war schon in Fallout 1 und 2 so. In Fallout 2 habe ich schon immer diese Banditenhöhle gern ausgeräumt. Und da alle meine Begleiter und Besitztümer Guthaben ja auch gelagert. Aber das habe ich bestimmt schon 100-mal erzählt. Aber sowas ist für mich einfach echt wichtig. Das ist für mich ein sehr zentrales Ding. In so Spielen wie Witcher 3, so cool ich die finde von der Erzählung hier, fehlt mir total, dass ich nicht so wirklich so einen Rückzugspunkt, so eine Basis habe, wo man mal in Ruhe alles managen kann. Das fehlt mir sehr. Nicht so richtig, zumindest gibt's das. Wo sind denn hier mal Stühle, Mensch? Ich finde keine Stühle. Generator, Stromanschluss, Licht, Nahrung, Wasser, Ressourcen, Geräte, Betten, Stühle. Stühle? Ah, ich kann keine Stühle bauen, weil ich kein Holz habe. Ja, dann bleibt der Schreibtisch jetzt vorübergehend leer. Erstmal, das wird schon. Ich würde echt gerne noch ein paar Bilder an die Wand hängen, damit hier nicht ganz so trostlos ist. Aber hier mit Stromkabel fange ich hier innen jetzt nicht an, dass ich hier Stromkabel verlege. Employees only. Ha, ich könnte... Warte mal. Ich meine, ich könnte theoretisch auch schreiben. Was für Schilder gibt's denn? Plumbing, Electrical Tools. Na, schade. Nicht die ich brauche. Nicht die Schilder, die ich gerne hätte. Ammo, Armor, Camps. Nee. Vergiss. Vergesst, was ich machen wollte. Was? Ich brauche irgend so ein Motivationsposter, das ich mir aufhänge. Vault forever. Surface never. The outside world can never hurt you. Das ist ein gutes Motivationsbild am Arbeitsplatz, ne? Habt ihr... Ich hab sowas nicht. Ich hab gehört, aus seriösen Quellen, dass das sogar wirklich manchen Menschen hilft, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es mir helfen würde. You can't spell must without US. Okay. So, okay, was ich jetzt echt gerne noch machen würde, und dann bin ich erstmal fertig eigentlich, dass ich hier draußen, neben die Lampe, vielleicht verschiebe ich die Lampe ein bisschen, die habe ich eh nur wegen den Büschen dahingestellt. Oh, was ist denn das? Achso, Dixie-Klo hinbaue, weil ich meine, irgendwo muss man aufs Klo gehen, ne? Und dann würde ich gerne ein Schild dranhängen. So, das ist schön. Das finde ich gut. Oh, kann ich was an die Tür hängen? Nee, schade. So ein Poster an die Tür wäre cool gewesen. Naja, schade. So, was könnte ich sonst noch bauen? Das Zelt. Dann muss ich aber ein Lagerfeuer dazu bauen, weil da steht Zelt für Geschichten am Lagerfeuer. Und wenn ich da kein Lagerfeuer baue, dann hat das ganze Zelt überhaupt keine Existenzberechtigung mehr. Und das geht ja mal gar nicht. Aber ich habe keinen Platz mehr für das Zelt. Und außerdem habe ich jetzt eh alles, was ich brauche in meinem bunt gebauten Fantasiehaus. So ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig. Villa Kunterbunt. Oh, aber ich habe kein Pferd. Ich habe kein Äffchen und kein Pferd. Nein! Ich hätte gern Äffchen und ein Pferd. Sowohl in Fallout 76 als auch in Wirklichkeit. Ich trommel mal. Ich trommel den Traurigen, kein Äffchen und kein Pferd habe bloß. Dann bin ich traurig genug. Versuchen wir mal was anderes. Dann spiele ich den Traurigen, ich habe kein Äffchen und kein Pferd bloß. Der ist immer so funky. Warum muss denn der immer so funky sein? Außerdem höre ich die ganze Zeit nur das... Ich habe kein Haus,
kein Äffchen und kein Pferd. Nee, ich habe zwar ein Haus, doch ohne Äffchen und ohne Pferd ist das alles nicht so begehrt. Und ich habe viel zu wenig Möbel. Ich habe wirklich viel zu wenig Möbel und die Bauleiste ist fast voll. Mann, ey. Ich hasse Fallout 76 manchmal für seine furchtbaren Beschränkungen, die mir den ganzen Spaß verderben. Der Speicherplatz in der Kiste ist viel zu wenig. Das Baulimit für die Basis ist viel zu wenig. Es ist alles viel zu wenig. Viel zu wenig von dem, was Spaß macht. Werde ich mal den Shop noch ein bisschen verwalten. Hier habe ich noch einen bekannten Bauplan für das Lagerhaus-Set. Das verkaufe ich mal auch ganz billig. So, wartet mal. Hier habe ich nämlich noch ganz viele, die wahrscheinlich noch nicht im Verkauf stehen. Wie verkaufe ich die jetzt? Zuweisen? Zuweisen? Ah, da hat jemand ganz schön eingekauft. Das waren wahrscheinlich der Desert Dragon und die andere Person, die noch da war im Stream. Vor zwei Folgen war es. Cool. Dann kann ich einige Sachen verkaufen. Oh, komm, so... Na, Single-Action-Revolver. Na gut, okay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, das wäre für, eine selber zusammengeschraubte. Wie heißen die? Ich glaube, die benutzt keiner, oder? Naja, gut, wenn man irgendeine sehr gute findet, warum nicht? Moment mal, hat der Dragon das ganze über... Das Klopapier und die Pümpel gekauft? Ich hatte hier Klopapier. Ach so, nee, ich bin bei den Notizen. Weil das Klopapier ist eher als die Pümpel hier. Die sind eher als Scherz gedacht. Ich will nicht wirklich Pümpel für 600 Kronkorken verkaufen. Das ist nur ein Scherz. Damit das Ödland den wahren Wert der Pümpel erfährt. Klopapier habe ich momentan gar nicht. Ich glaube, das hat der Dragon wirklich mal total teuer gekauft. Heißt das Klo- oder Toilettenpapier? Wahrscheinlich heißt es eher Toilettenpapier. Warte mal, ich muss einfach mal alles. So. Jetzt. Pümpel. Naja, okay. Nein, jetzt habe ich wieder... Ah, ich hasse es. Verkaufen. Okay, jetzt aber. Okay. So, okay. Cool. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt ernten wir nochmal alles ein bisschen, was hier so wächst und rumfleucht. Kochen eine Runde, machen uns Getränke, bereiten uns vor, schlafen und so weiter. Und dann Inventar managen und dann können wir endlich wieder zu neuen Ufern aufbrechen. Neue Abenteuer erleben. Neue Schandtaten betreiben. Nur ohne Schande. Dafür mit mehr Taten. Ach, so überladen. So hungrig. Der Ghoul ist wohl auch mit der goldenen Gabel im Hintern gestorben. Das ist das Gegenteil von mit dem silbernen Löffel im Mund geboren werden. Ernten wir unsere Beeren hier mal. Tatto, tatto, tatto. Tattoo, tattoo, tattoo. Ich glaube, ich sollte eigentlich in die Werbung gehen, ne? So Werbetexte schreiben. Ich glaube, das liegt mir ganz gut. Schreiben Sie einen Jingle für unser neues Produkt namens Flungo. Okay, kein Problem. Wie wäre es damit? Flungo, Flungo, Flungo. Flungo, Flungo, Flungo. Oh, da war anscheinend ein Busch kaputt. Flungo!
Ja, der Teil mit, da war wahrscheinlich ein Busch kaputt, gehört zum Song. Das ist der Überraschungsmoment. Damit rechnet der Kunde nicht. Da kriegt man seine Aufmerksamkeit. Und dann kommt am Schluss nochmal dieses eine Flungo. Wenn man die Aufmerksamkeit hat, wenn der sagt, Moment, was hat er da gerade gesagt? Und dann auf einmal Flungo. Und das brennt sich dann so ins Hirn, dass jeder nur noch Flungo kauft. Er weiß nicht mal, was es ist. Keiner weiß, was Flungo ist. Jeder will es haben. Das ist das Geheimnis. Flungo, Flungo, Flungo. Esse Flunga mit mir. Flungo, Flungo die ganze Nacht. Das ist der Plan. Ich könnte auch hier kochen. Ah, andererseits wollte ich eh die... Ah, zwei Sachen. Stimmt. Erstens wollte ich noch ein bisschen Wasser pumpen. Außerdem wollte ich schauen, ob er wirklich das Klo aufmachen kann und reingehen kann. Na super, ich kann die Tür nicht zumachen. Was ist das für ein Scheiß? Für ein Scheiß Klo. Für ein Scheiß Leerhaus. Okay. Was wollte ich machen? Ach ja, Wasserpumpen. Dauert jetzt ein bisschen, aber ich will ganz viel kochen. Ganz viel Suppen und Tees und sowas. Da brauchen wir schmutziges Wasser. Ach so, wartet mal. Beim Nachbarn gegenüber, wobei ich gar nicht weiß, wenn da keiner online ist, wird da kein Nachbar sein. Ah doch, da ist sogar was. Da lädt gerade was. Auf jeden Fall ist da gegenüber... Oh, da ist eine kleine Höhle. Ach du Scheiße. Ich habe einen Bären in der Nachbarschaft. Oh Gott. Das ist ja eigentlich cool und so, aber der ist so aggro. Ja, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe hier eine Jaguai-Höhle. Auch nicht schlecht. Und einen unlootbaren Sack hier. Und einen Schlafsack. Ist das der Schlafsack von den Bären? Wohnt der hier? Hat der hier, schläft der hier? Wahrscheinlich, ne? Die einzig logische Erklärung. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich wieder irgendwelchen legendären Bestien über den Weg laufe. Ach, das ist gar kein Spielerhaus, das da geladen wurde. Das ist ein normales Haus. Ich höre, glaube ich, Meyer-Lurks. Aber solange die auf meinem Level spawnen, dürfte das kein Problem sein. Die reagieren überhaupt nicht auf mich. Aber wo Meyer-Lurks sind, ist auch Wasser. Und wo Wasser ist, da kann ich Wasser schöpfen. Das ist eigentlich mein Ziel. Au. Warte mal kurz, ich muss nachladen. Okay, geht schon wieder. Das gibt Meyer-Lurk-Kuchen, wenn wir daheim sind. Ganz viel köstlichen Meyer-Lurk-Kuchen. Ich brauche Simpacks. Ich glaube, ich habe noch Simpacks auf der Bank. In meiner Kiste. Meyer-Lurk-Kuchen mit wilden Karottenblumen gibt's jetzt, wenn ich dann nach Hause komme. Lolololololol. Meyer-Lurk-Karottenkuchen. So, hier können wir nämlich sehr viel schneller schmutziges Wasser sammeln als bei unserer blöden Pumpe. Ich glaube, trotz Gegner und Kämpfen und so weiter ist das noch schneller. Ich hätte vorhin Red-X nehmen sollen, dann würde ich mir Redder Ways sparen. Aber jetzt ist es schon zu spät. So, wir haben uns irgendeine coole Mutation eingefangen. Ein Fleischfresser bin ich jetzt. Heißt das, ich kann jetzt nur noch Fleisch essen? Die eine Mutation, die ich nicht gern hätte. Es gibt Mutationen, die hätte ich tatsächlich gerne. Es gibt da coole Mutationen. Da bräuchte ich fast die Perk-Karte, dass ich Mutationen behalte, wenn ich welche habe. Also wenn ich eine coole mal bekomme. Fleischfresser ist nicht cool. Entschuldigung, blöder Bär. Meine Roboterarmee ist auch nutzlos. Zumindest da oben. In meine Kochstelle. Ah ja.
Ah, hab's sogar richtig rum hingestellt. Er setzt sich sogar richtig hin. Warum kann ich jetzt kein... Ah, weil ich kein Holz habe. Ja, stimmt. Ach, shit. Jetzt wird wahrscheinlich alles schlecht, was ich gemacht habe. Ah. Gesamten Schrott verschrotten erstmal. Und dann schaue ich mal. Habe ich eine Waffe, die ich verschrotten kann? Nee. Habe ich nicht. Moment mal. Habe ich doch. Die da. Die brauche ich nicht mehr. Nee, die brauche ich sowieso nicht. Was ist denn das überhaupt? Warum habe ich die überhaupt? Ein Jagdgewehr. Und hier habe ich ein gepanzertes Supergewehr. Ich glaube, die kann weg, ne? Die kann ziemlich sicher weg. Die kommt jetzt einfach weg. Die wird verwertet. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Holzreste, aber wird leider nicht reichen. Die ganzen großen Mengen, die mir der Desert Railgun noch gebracht hat. So, gesamten Schrott lagern. Ach ja, aber Holz haben wir deswegen immer noch nicht, ne? Holz. Ich könnte mal gucken, ob ich vielleicht sogar hier... Ah, guck, ich könnte hier vielleicht Glück haben und gleich hier ein paar Holzreste wenigstens kriegen. Und wir leiden jetzt an Nesselwunden. Na schau. Gleich zwei tolle Sachen auf einmal. Nesselwunden? Ich glaube eher nässende Wunden, oder? Können wir Rußblumentee machen? Und ich suche noch ein bisschen Holz. Hier ist ja theoretisch zumindest genug Vegetation. Da sollte man meinen, dass hier auch genug Holz... Oh, ah! Oh, das ist ja super! Cool, da können wir uns immer wieder mal eine kleine Ladung Holzreste holen von da. Na schau, wir haben ja fast alles, was wir brauchen in der Nähe. Das ist ja echt cool. Ah, das kann ich mir merken, wenn ich da durchs Haupttor rausgehe. Der Bleistift, hat der auch Holz, der Bleistift? Ja, wer weiß. Aber das ist cool, das ist gut zu wissen. Und hier wachsen auch super viel Brombeeren überall. Ach, wenn hier Desert Railguns Haus nicht steht, wirkt hier irgendwie so leer. Und komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist hier kein Haus? Hier sollte ein Haus sein. Hier muss ein Haus sein. Ruhig bleiben. So, ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Holz zum Kochen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht viel. Selbst bei dieser Holzsammelstelle war jetzt nicht die Welt an Holz. Aber die Welt bräuchte ich hier gar nicht. Hat ein Golfschläger Holz? Wahrscheinlich nicht. Ich schätze mal, das kommt in Wirklichkeit auf einen Golfschläger an. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht zumindest früher in Golfschlägern tatsächlich noch Holz gab, verarbeitet, aber ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich sind Golfschläger eher Metall und Plastik und Kunststoff eher als Holz. Aber ich nehme die mal mit und mache sie alle kaputt. Wenn man an Bäumen Holz ernten könnte, das wäre cool, weil dann hätte ich sogar in meinem Haus jetzt quasi meinen eigenen Holzerntebaum. Das würde mir gefallen. Ist aber nicht so. So, schauen wir mal, wie viel Holz haben wir denn? Ich kann ja bestimmt nicht mal meinen... Also, dass mir das Holz mal knapp wird, das hatte ich aber auch noch nicht. Nee, 9 Holz ist halt gar nichts. Wenn man sich anguckt, dass ich 112 schmutzige Wasser gesammelt habe. Und man braucht halt leider für jeden Kochvorgang ein Holz. Shit. Schade. Jetzt werden meine ganzen tollen Zutaten schlecht, die ich gerade gesammelt habe, wahrscheinlich. Ich kann das Meierlöckfleisch auch so essen. Das macht wenigstens auch ordentlich sauber. Sauber? Ja, genau. Ihr wisst schon. Macht wenigstens ordentlich sauber. Bourbon löscht den Durst. Und darauf kommt es an. Ich finde die Aussage von dem Werbespruch ein bisschen komisch. Heißt das, es ist okay, wenn es total scheiße schmeckt? Hauptsache es löscht den Durst. Will es uns das damit sagen, das Produkt? Ich weiß nicht mal, welches Produkt es ist, aber ihr kennt die Werbung bestimmt auch, oder? Und da habe ich mich schon immer gefragt, ha. Komisch. So,
Stufenaufstieg. Das machen wir heute jetzt noch. Also, ich glaube, ich hätte gern mehr Perception, ne? Eigentlich... Ach ja, wisst ihr, am Anfang habe ich ja noch gesagt, ich will eigentlich einen Charakter bauen, der nicht nur blöd auf Stärke spezialisiert ist, damit er viel tragen kann, sondern auch einer. Ich wollte eigentlich so die Tragelast mal ein bisschen ignorieren, aber es geht einfach nicht. Ich muss mehr tragen. Ich brauche einfach Tragelastkraft. Ich habe schon den maximalen Messi-Rang im Besitz. Rüstung wiegt 25% weniger. Das ist im Grunde das, was ich brauche. Genau. Das machen wir. So, was leveln wir jetzt noch hoch? Mache ich wirklich noch mehr Stärke oder doch lieber ein bisschen Wahrnehmung? Vielleicht auch mal ein bisschen Endurance, damit wir nicht so schnell sterben und so. Charisma ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich finde alles. Ich will alles haben. Ich will alles. Ich mache noch ein bisschen Stärke. Oder mache ich wirklich ein bisschen Stärke? Was habe ich denn hier neu? Profi-Schrotflintenschütze. Ich schieße schon gern auch mit Schrotflinten, ne? Ich könnte mich schon auch auf Schrotflinten spezialisieren. Schrotflinten wiegen 30% weniger und werden 10% schneller geladen. Schon auch ziemlich gut. Ich wusste nicht, dass Schrotflinten ein Stärkeattribut sind. Das wundert mich. Da ich Schrotflinten schon mag, nehme ich das mal. Ich glaube, ich spezialisiere mich jetzt auf Schrotflinten. Ich werde der Schrotflinten-Heini. Schrotflinten-Heini. Ich kann mich ehrlich gesagt an meine Charakterentwicklungspläne, die ich mal hatte, in der ersten Season quasi des Let's Plays gar nicht mehr erinnern. Ich schlage jetzt eine neue Richtung ein. Es ist ja eigentlich auch wurscht. Also die Skillpunkte, die Special-Attribute, die sollte man sich schon überlegen. Aber die Perk-Karten sind im Endeffekt wurscht, weil hinten raus kann man die so abstimmen, wie man das gerne machen will. So. Dann würde ich gerne das da ausrüsten. Und das da. Gut. Hätten wir das geklärt. Und somit dürfte auch mein Gewicht gleich mal ein bisschen reduziert sein und meine Tragekraft erhöht. Das ist cool. Jetzt würde ich außerdem eigentlich sehr gerne an meine Rüstungsteile, wenn möglich, Taschen bauen. Apropos Rüstungsteile. Mhm. Die ist ziemlich gut. Marinetaucheranzug. Nee. Ist zwar auch nicht schlecht, aber da ist die schützende Soldatenuniform besser. Wie sehe ich denn eigentlich ohne Feuerwehruniform aus momentan? Oh ja, wie man halt so aussieht als Fallout 76 Charakter. Cool. Der Helm hat auch überhaupt keine... Doch, der hat Wahrnehmung minus 2, schützt aber vor Krankheiten durch Luftverschmutzung. Ah. Hä? Warum habe ich denn jetzt... Ach so, ja, jetzt. Passt schon. Wir sterben gleich. Ich glaube, weil ich so super radioaktiv bin. Ist Fleisch, aber kein Gemüse, ohne Krankheiten und mit zweifachen Vorteilen. Deswegen hat das Meyerlöck-Fleisch gerade so viel gebracht. Ich verstehe. So, jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Modifizieren. Ob ich vielleicht jetzt mit den ganzen neuen Rezepten an ein paar von unseren Dingern vielleicht coole neue Modifikationen vornehmen kann. Zum Beispiel hätte ich gern Taschen. Gedämpft ist schön und gut, aber mehr Tragekapazität gewinnt immer. Ah ja, gedämpft ist mir total wurscht. Weg mit gedämpft. Gedämpft kann mich mal ganz herzlich. So. Abgedunkelt ist schön und gut, aber gekocht ist, glaube ich, besser. Tarnung in dunklen Bereichen. Nee, das kochen wir lieber. Ach, hier brauche ich kein Holz zum Kochen, oder wie? So, so. Tragekapazität. Erhöhen. Lackierung. Nicht erhöhen. Lederrüstung gekocht.
mit Taschen. Gekocht mit Taschen habe ich schon. Okay. Die hat leider schon Taschen. Ah, die hat nur Werte, weil sie resistentes Futter hat. Ich verstehe. Und die wahrscheinlich auch schützendes Futter. So, cool. Okay, das ist schon mal gut. Soweit. Soweit, so gut. Gegenstand verwerten. Weil Golfschläger, Ruhgummi. Nee, habe ich mir schon gedacht. Der Marine-Taucheranzug, den kann ich im Grunde verwerten. Beide. Die Feuerteufel-Uniform verwerte ich jetzt mal nicht. Die wiegt ja auch nicht viel. Was kann ich eigentlich herstellen? Stimmt eigentlich. Outfit. Walltech-Anzug. Leichte Rüstung. Aber nee. Ich glaube nicht. Robuste Rüstung. Oh, die Marine-Rüstung wäre natürlich schon sehr gut. Ist aber auch erst ab Level 35. Die Fallensteller-Rüstung brauche ich nicht. Die Unterkleidung brauche ich auch nicht. Aber ich wollte es nur mal sehen. Und waffenmäßig? Stimmt eigentlich, für die Waffen habe ich auch viele neue Mods freigeschaltet. Da sollte ich auch mal kurz schauen, was ich da modifizieren vielleicht kann an meinen Waffen. Das neue Desert Railgun Super Gewehr, das ist, glaube ich, schon ziemlich gut gepimpt. Da brauche ich wahrscheinlich überhaupt nichts mehr machen. Und kann ich auch gar nicht. Ja, ich könnte es, aber nee, nee. Nee, nee. Schalldämpfer sogar. Oh, das ist ja echt toll. Okay. Verdammt. Oh, da gibt's aber viel. Mein Gott, gibt's da viel. Ich habe überlegenen Schaden. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Überlegene Feuerrate. Überlegene Feuerrate von 5. Dafür leidet der Schaden aber stark. Ich habe gern Waffen, die auf einen Schlag ordentlich Wumps machen. Deswegen habe ich mir die auch so gebaut, wie sie ist. Da will ich jetzt gar nicht so viel verändern. Eigentlich. Das brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Überlegene Rückstoßdämpfung ist, glaube ich, sinnvoller. Wie... verbesserte Rückstoßdämpfung und Präzision aus der Hüfte. Wann schieße ich denn mit dem Scharfschützengewehr aus der Hüfte? Ja gut, wenn mir die Schrotflintenmunition ausgeht. Aber ansonsten mache ich den da mal dran. Beißendes Magazin verbessert Rüstungsdurchdringung und erhöht Munitionskapazität. Das ist schon ziemlich gut. Moment mal, was ist der Unterschied zwischen stechend und beißend? Weil irgendwie lesen die sich recht ähnlich. Verbessertes Rüstungsdurchdringen und erhöhte Munitionskapazität oder verbesserte Nachladegeschwindigkeit und Rüstungsdurchdringung. Ja, okay. Zielfernrohr. Ich glaube, da bin ich mit dem normalen echt zufrieden. Schalldämpfer ist sowieso cool. Da will ich gar nichts anderes. Standardlackierung bin ich auch zufrieden. So. Mal schauen, ob wir hier was machen können. Überlegene Reichweite, verbesserte Rückstoßdämpfung, verbesserte Präzision aus der Hüfte. Überlegene Reichweite, verbesserte... ist irgendwie... nö. Nö. Und die totale Katastrophe. Da könnte ich sogar was machen, wenn ich es machen könnte. Verbesserte Reichweite, überlegene Präzision aus der Hüfte, Standard, Standard, überlegene Reichweite, verbesserte Rückstoßdämpfung, verbesserte Präzision aus der Hüfte. Das klingt einfach wie eine bessere Version von den oberen und sieht irgendwie total bescheuert aus. Das gefällt mir. Schnelles Magazin ist okay. Na gut,
Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit den drei Waffen, ob ich wirklich alle drei mitnehme. Das mache ich vielleicht auch immer ein bisschen von der Munition, die ich gerade so habe, abhängig einfach. Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee. So, Leute, aber für heute machen wir jetzt erstmal wieder Schluss. Ich schon wieder eine super lange Folge geworden. Oh Mann, ey. Das geht alles von meiner Freizeit ab. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.